Moin und herzlich willkommen zurück zu Warzone Tipps mit Barzi. Ich möchte heute mit euch ungefähr 17 Tipps durchsprechen, wie ihr bessere Games hinkriegen könnt. Mehr Kills, mehr Wins. Im Hintergrund seht ihr gerade eins von mir. Es spielt das Solo Warzone Match. Also gerne mal auschecken. Wenn es euch gefällt, gerne Daumen nach oben. Tipp 1. Positioning und High Ground. Zonenvorteil. Positioning ist so unfassbar wichtig und das merke ich immer wieder in Warzone. Es ist nämlich so, wenn die Zone rotiert, versucht euch möglichst früh die besten Positionen zu sichern und nutzt einfach den Zonenvorteil. Gegner werden zu euch gedrückt, in die Zone gedrückt. Ihr habt eventuell den Highground, ihr habt vielleicht Deckung, ihr habt die Zone schon und nicht im Nacken sozusagen und könnt euch dadurch definitiv einen Vorteil verschaffen. Also nehmt es euch bitte zu Herzen und macht euch wirklich beim Rotieren Gedanken, ob ihr jetzt nach links, rechts, oben, unten geht. Guckt, analysiert, wo könnte die nächste Zone hingehen, vielleicht auch mit Flaggen aufträgen und rotiert dann dementsprechend. Tipp 2, um euch eben auch keinen Nachteil zu verschaffen. Einige werden mich jetzt wahrscheinlich verfluchen dafür, aber nutzt die aktuell besten Meta-Loadouts. Es ist immer so, in Warzone gibt es eine aktuelle Meta. DMR, Thermal, R9, Shotgun. Aktuell ist es halt einfach die AUG und FFAR. Also zumindest die FFAR darf in keinem Loadout fehlen, in keinem Setup, sondern als Nahkampfwaffe. Und da, weil ihr ja auch einen Win haben wollt und viele Kills haben wollt und im Nahkampf mit den anderen auch mithalten könnt, aktuell spielt halt jeder die FFAR. Deswegen macht es so, nutzt die aktuellen Meta-Loadouts zu eurem eigenen Vorteil. Wie gesagt, einige werden mich verfluchen, aber es ist ja so, wenn den Win haben will, der muss mit allen anderen mithalten können. Das könnt ihr aber auch nur, wenn ihr die aktuellen Waffen oder stärksten Waffen spielt. Dritter Tipp, versucht so schnell wie möglich an euren Loadout zu kommen, damit ihr möglichst früh im Spiel den größten Vorteil habt. Am besten dafür sind diese Lupen, diese Scavenger-Aufträge. Dann, wenn ihr die habt, zu zweit oder zu dritt, einmal die Kisten ablauft, zack, 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 und schon habt ihr euren Loadout zusammen und könnt dann im ersten Loadout eine Overkill-Klasse nehmen, eine Sniper oder die AUG FFAR, Sniper FFAR oder Sniper Mac-10, wie auch immer, was gerade Meta ist, worauf ihr Bock habt. Und dann könnt ihr damit loslaufen. Versucht auf Stunts zu gehen, nicht auf Herzschlagsensoren. Weil wenn ihr Drohnen habt, wenn ihr gute Spieler seid und viele Kills habt und vielleicht auch viele Bounties macht, dann habt ihr eigentlich immer eine Drohne an der Luft. Und wenn jemand nicht auf der Drohne zu sehen ist, ist er auch nicht auf dem Herzschlag zu sehen. Geist kontert beides. Ich dachte lange Zeit, dass Geist nur die Drohnen und eiskalt den Herzschlagsensor austrickst. Aber dem ist nicht so. Also, wer Geist hat, ist auf beiden nicht zu sehen. Viertens, behaltet die Aufträge in eurer Umgebung im Blick. Es ist ganz oft so, dass ihr wisst oder dass ihr sehen könnt, wo sich Gegner aufhalten, wenn ihr wisst, wo welche Aufträge in eurer Umgebung sind. Wenn zum Beispiel ihr die Meldung bekommt, dass ihr ein Bounty werdet und ihr wusstet, dass in eurem Umkreis irgendwo ein Bounty gerade verschwunden ist, dann wisst ihr genau, wo sich ein gegnerisches Team aufhält oder aus welcher Richtung es kommt und könnt diese so abfangen. Könnt, also in dem Fall, die Message hinter diesem Punkt ist einfach Map Awareness. Habt die Minimap im Blick, habt die Aufträge im Blick und versucht somit immer vorbereitet zu sein und aware, mir fehlt das deutsche Wort gerade, aware zu sein, wo eben sich welche Gegner befinden. Fünfter Tipp, Totenstille ist überpowered. Punkt. Nutzt Totenstille zum Pushen. Es ist schon so oft passiert, dass ich jemandem gefühlt 200 Meter hinterhergelaufen bin, der das nicht gerafft hat, weil ich Totenstille anhab. Totenstille zum Pushen ist das Stärkste, was es gibt. Wirklich. Ich habe mich selbst schon 1000 Mal davor erschrocken, weil irgendwer auf einmal hinter mir stand. Und wenn ihr es selbst nutzt, um zu pushen und vielleicht ihr im Dreierteam oder Zweierteam spielt, einer baitet, du rennst außen rum, machst Totenstille rein, pusht ein ganzes Dreier- oder Zweier- oder Viererteam, alle tot. Wirklich. Das funktioniert immer. Sechstens. Habt kleinere Details im Blick. Hier mal ein kleines Beispiel. Habt zum Beispiel im Blick, in welche Richtung Türen auf sind. Ich mit meiner Frau, wir landen zum Beispiel ganz oft im Stadion. Und im Stadion ist es ja oft so, du hast an dem Rand immer diese Türen. Und wenn ich jemanden verfolge, das habe ich oft am Anfang, dadurch, dass jetzt auch die Easter Eggs alle offen sind, also die Türen. Und das Easter Eggs, ja, die Easter Eggs sind weg und die ganzen Türen, die ganzen Lock-Keys, Räume sind halt alle offen jetzt. Ist es wirklich so, dass da relativ viel los ist. Und wenn du jemanden verfolgst, der zum Beispiel einmal rausläuft, aber du siehst ihn dann zum Beispiel kurze Zeit nicht mehr und dann kannst du natürlich gucken, ist diese Tür nach innen geöffnet oder nach außen, ist er weiter außen lang gelaufen. Also das sind so kleine Details, wo ihr wirklich schnell schalten könnt und herausfinden könnt, in welche Richtung oder wo Gegner sich genau befinden. Achtet darauf. Siebter Tipp, werdet schneller. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, aber es ist wirklich wichtig. Versucht, die Dinge, die ihr tut, schnell zu tun. Versucht, schnell zu looten. Weil es kann oft sein, dass andere Gegner euch outlooten, dann zwei Waffen holen oder eine Waffe holen, ein bisschen Munition und euch direkt pushen. Und ihr seid immer noch dabei, die richtigen Waffen aus dem, was ihr da gerade gefunden habt, herauszusuchen. Es kostet alles Zeit und das kostet Runden. Versucht, die Sachen, die ihr tut, zu tun. Versucht euch von Anfang an für einen Loadout zu entscheiden und nicht erst, wenn ihr an der Loadout-Box sitzt, euch zu überlegen, welches Loadout könnte ich denn nehmen. Weil ihr wisst alle, die Loadouts sind laut, die Loadouts sieht jeder und werden sehr, sehr, sehr gerne direkt gepusht. Deswegen bitte immer schnell machen.
auch looten. Irgendwann solltet ihr auch einfach ein Ende beim Looten finden. Punkt. Ihr solltet einfach nicht zu lange looten. Irgendwann muss man die Kisten auch Kisten lassen sein, weil sonst konzentriert man sich wirklich, es ist einfach so ein psychologisches Ding, man konzentriert sich nur auf die Boxen oder auf die Loot Crates, aber nicht mehr auf die Gegner oder Footprints. Und dadurch verliert man den Blick fürs Wesentliche. Achter Tipp, C4 ist gebufft worden. C4 kann man wieder weiter werfen und macht wieder mehr Damage. Ich nutze es schon immer, einfach um auch, wie viele Gegner fahren mit Fahrzeugen durch die Gegend oder Helikopter oder mit diesem LKW. Es ist einfach unfassbar stark und ich kriege jede Runde, gefühlt jede Runde, mindestens ein Kill durch C4 an Fahrzeugen. Wirklich nutzt es. Meiner Meinung nach ist es stärker als Demdeck. Neuntens, Supply Run für einen schnellen Revive. Also Supply Runs sind diese Hamsteraufträge. Wenn ihr zum Beispiel zu dritt oder zu viert spielt, ihr seid alle tot, einmal im Gulag, zwei kommen wieder, zwei nicht oder drei kommen wieder, einer nicht, dann kann einer direkt zu diesem Hamsterauftrag fliegen und eine andere Person kann direkt zu dem Shop, der markiert wird, fliegen. So könnt ihr Teammates relativ schnell reviven. Drittens, nutzt Deckung. Deckung ist einfach unfassbar wichtig und ich merke es auch immer wieder in meinem Spiel. Immer wenn man rotiert über irgendwelche offenen Gebiete, zum Beispiel zwischen Stadion und dem kleinen Dorf, ist ja auch ein relativ großes offenes Gebiet. Ich versuche nie zu schießen, während ich über dieses offene Gebiet laufe. Erst wenn ich an den Garagen bin oder an der Mauer bin, wo ich ein bisschen Deckung habe, wo ich weiß, dass ich hier mir die Deckung zu meinem Vorteil nutzen kann. Also merkt euch bitte, nie Open Fight kämpfen. Lieber 100-200 Meter weiterlaufen, ein bisschen Deckung suchen und aus der richtigen Position den Gegner wirklich auszumerzen. Elftens, disengagen. Das Wort kennen wahrscheinlich viele nicht. Also einen Kampf auch irgendwann mal beenden. Bei vielen ist es so, die müssen ein gegnerisches Team so lange bekämpfen, bis ein Team tot ist. Was passiert, wenn man zu lange kämpft? Es kommt eine dritte Partie dazu und staubt im Worst Case beide Teams ab. Und dadurch habt ihr das Ganze verloren. Es gibt auch Situationen, wo man wirklich einfach Gegner sein lassen sollte. Wieder typisches Beispiel. Ihr seid zum Beispiel am Stadion. Die Gegner sind in dem Dorf. Ihr habt ein Sniper-Duell, fightet ein bisschen. Super. So. Und irgendwann kriegen das die Leute aus Downtown mit, kommen hoch und kommen von hinten. Deswegen, wenn so ein Kampf zu lange dauert, zieht euch zurück, repositioniert euch, umlauft die Gegner auch vielleicht, versucht euch eine neue Position herauszusuchen, vielleicht auch aus dem Highground und versucht die Gegner dann damit zu überraschen oder zu töten. Nee, und versucht nicht zu lange von einer Position aus zu kämpfen, weil ihr wisst selbst, dann kommt immer eine dritte Partie dazu. Zwölftens, habe ich eben schon angeteasert, bei dem Open Field nicht zu früh schießen. Schießt einfach nicht zu früh, nutzt den Überraschungsmoment, versucht den Gegner aus der richtigen Position zu fighten, nicht aus dem Open Field. Wenn du dann zu früh schießt, bist du sowieso tot. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Nicht viel zu sagen. 13. Nicht immer finishen. Nutzt es auch als Bait. Wenn ihr jemanden knockt und der hat kein Self-Revive, das sieht man ja immer relativ schnell, dann lasst ihn doch mal liegen, schießt ihn vielleicht noch ein, zwei Mal an. Dann werden die Teammates meistens nervös. Im Voice-Chat schreien sich die Leute an und motivieren sich gegenseitig reinzurennen. Nutzt das zu eurem Vorteil. Knockt einen, schießt den ein, zwei Mal an, baitet, lasst ihn liegen. Besonders wenn ihr auch Tracker oder so habt als drittes Perk, dann, also Fährtenleser, dann seht ihr ja sowieso hinkrabbelt. Also macht euch da keine Sorgen und nutzt die Kugeln lieber für die Gegner, die euch jetzt pushen werden. 14. Sprachen lernen, Bubble. Punkt 14. Gebäude nur pushen, wenn man muss. Wirklich, wenn ihr wisst, ein Team campt in diesem Gebäude. Pusht es nicht, wenn ihr nicht müsst. Nutzt Flashes und Stunts, wenn ihr könnt. Oder nutzt Boosts. Die Boosts habe ich übrigens auch in einem anderen Video vorgestellt. Es gibt zum Beispiel verschiedene Shortcuts in verschiedenen Häusern, wo du wirklich zum Beispiel auch in diesem China- oder griechischen Restaurant, ich weiß nicht, dieses rote Gebäude, was jeder kennt, da gibt es immer wieder Möglichkeiten, von außen auf den Balkon zu klettern und dann die Gegner von hinten zu überraschen. Das ist etwas, womit viele nicht rechnen. Nutzt sowas oder pusht die Gebäude bitte nicht. 15. Fahrzeuge nutzen. Fahrzeuge sind eine der stärksten Vorteile, die ihr euch in Warzone verschaffen könnt. Erstens, sie bieten euch Schutz, zweitens Mobilität und drittens mehr Übersicht. Dadurch, dass ihr Third Person schauen könnt, könnt ihr die Umgebung um euch herum viel besser beobachten und ihr könnt sogar von den Autos auf eventuell Dächer oder ähnliches steigen. Und besonders dieser LKW bietet euch so viel Schutz. Nutzt diese wirklich zu eurem Vorteil. Helikopter für den Highground. Super stark. 16. Jump und Dropshots in Gunfights. Ich merke es immer wieder, wenn die Gegner im Gulag beispielsweise Dropshotten, bringt mich das ganz oft aus der Fassung. Und wenn ihr zum Beispiel in einem 1 gegen 1 Gunfight seid und ihr springt, dann hat der Gegner es schwerer, euren Kopf zu treffen und ihr könnt euch damit einen Vorteil verschaffen. Dadurch könnt ihr mehr damit, wenn ihr damit umgehen könnt und das ein bisschen ausgleichen könnt, das Springen, könnt ihr die Gegner damit wirklich absolut auseinandernehmen. Und der 17. und letzte Tipp ist, nutzt das Gas zu eurem Vorteil. Habe ich am Anfang auch schon so ein bisschen geteasert. Wenn ihr Gegner habt, wo ihr wisst, die kommen von hinter euch aus der Zone, dann wartet auf die, nutzt das Gas zu eurem Vorteil. Oder nutzt das Gas auch, um etwas aus Deckung zu rotieren, wenn ihr eine Gasmaske habt. Habt keine Angst davor, ins Gas zu gehen und vielleicht auch mal außen rum zu laufen oder ähnliches. Dadurch könnt ihr euch wirklich einen starken Überraschungsmoment und Vorteil verschaffen. Jo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das waren meine 17 Tipps, die vielleicht euch mehr Kills und bessere Spiele und mehr Wins organisieren können. Falls es euch gefallen hat, gerne in den Kommentaren lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.